Ja, King Dodo 2 startet heute. Und wir haben gleich ganz viele Leute mit im TeamSpeak. 21 Teilnehmer sind es an der Zahl. Dazu haben wir den Unique Panda als Spielleiter. Wir haben die Kia hier als Mod dabei, die dann ein bisschen dafür sorgen wird, dass ich nicht den Chat vergesse vor lauter Action, die dann passiert. Und insofern also viele Leute gleich. Wundert euch also nicht, wenn es ein bisschen laut und unübersichtlich wird. Wir werden am Anfang noch ein paar kleine Vorbereitungen machen und dann legen wir auch direkt los mit dem schönen Event. Kaiuri, Dankeschön. Liebe Grüße von mir und viel Spaß wünsche ich euch. Endlich geht's los. Jawohl, endlich. Dankeschön, Kaiuri. Danke dir. Und da waren auch noch ein paar, die eben beim Intro schon waren. Das wiederholen wir gerade mal. Mal schauen, ob es abspielt. Müsste. Lagertar? Ich hoffe, Lagertar ist richtig. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank und viel Spaß auch dir im Ström. Dasselbe gilt für Elric. Elric 2016, danke dir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mach's dir gemütlich bei dem gekloppten Dodos im Chat und viel Spaß im Streamchen. So, und dann hat man noch einen. Da, genau. Laila. Danke dir. Viel Spaß auch dir und ich hoffe, wir haben alle heute ordentlich Action. Das wird, glaube ich, richtig heftig werden. Ich hoffe, ihr habt die Infovideos zu King Dodo gesehen. Da gab es alle Informationen rund ums Event. Ansonsten sei es mal ganz kurz beschrieben für alle, die neu dabei sind und nicht wissen, was King Dodo ist. Wir werden gleich 7 Teams haben, drei Leute. Die werden zusammen versuchen, oder jedes wird für sich versuchen, ihren Dodo zum Eisberg zu bringen, also zum Berg im Eisbiom, dort eine Krone zu erobern und diese Krone samt Dodo wieder in die Nähe des Zielortes zum Thronsaal zurück und dort ihren Dodo zum König zu machen. Das Ganze wird insofern erschwert, als dass eben 7 Teams darum kämpfen, also dann auch entsprechend PvP stattfindet und dass wir im Redwood-Biom starten und ins Eisbiom müssen, also auch ordentlich im PvE auf die Mütze bekommen werden. Und das Ganze ist mit entsprechend erhöhten Werten, sodass wir in relativ kurzer Zeit relativ stark vorankommen und dann ordentlich Sachen auch an den Start bringen, hoffe ich zumindest. Revengi! Dankeschön, Revengi! Vielen, vielen lieben Dank. Und an den Kicker. Da geht auch ein dickes, fettes Dankeschön raus. Wieder ein Monat mehr bei den Dodos. Ja. Viel Glück und Pritz. Danke. Und wenn das so einfach ist, was machen wir die restlichen 2 Stunden vom Stream? Das ist ganz einfach. Man läuft einfach hin, holt die Krone im Eis, geht wieder zurück und dann gehen wir Eis essen. Ah, okay. Du ladest ein? Das nenne ich mal einen Ball. Ja, dann lade ich ein. Wenn wir das im ersten Stream schaffen, dann lade ich euch zum Eis ein auf der Gamescom oder so. Keine Ahnung. Das kriegt die Kühe dann dieses Handy, was er sich da im Discord gewünscht hat? Das ist ein gebackene Handy. Ja. Gut, ich würde sagen, wir machen uns so ganz langsam runter in die Höhle des Löwen, begeben wir uns. Wie gesagt, dann hopfen wir jetzt runter zu ein paar 20 Leuten. Wundert euch nicht, wenn es ein bisschen lauter wird. Wir schalten gleich um, dann auch auf Ark und werden dort dann noch den Charakter fertig erstellen und dann scheuen wir auch schon. Und legen los. Habt ihr noch Fragen im Chat? Dann haut sie raus. Wir versuchen die noch im Vorfeld natürlich zu beantworten. Und Kia wird hier und da ein bisschen was vorlesen. Aber am Anfang wird es ein bisschen, da müssen wir uns jetzt voll drauf konzentrieren, alle Leute an den Ort zu bekommen und noch so ein paar Vorbereitungen treffen. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich heute insgesamt zwar immer wieder in den Chat schiele, aber vielleicht nicht ganz so aktiv sein kann mit dem Beantworten hier und da. Du konzentrierst dich auf die Viecher und auf alles andere, ja? Genau. Und Kia voll auf den Chat und dann kriegen wir das hin. Im Team irgendwie. Wir kriegen das hin. Wir haben alles voll durchgeplant. Gut, alles klar. Dann hopsen wir runter. Yep. Wenn irgendwas geht, dann Hi-ho. Können alle. Oh. Hallo. 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 So, ihr seht's. Alle versammelt. 21 Leutchen sind in den Teams verteilt, dazu noch Spielleiter und Co. Ich versuche mal so ein bisschen in die Runde vorzustellen. Sind denn mittlerweile alle da? Oder nimmt noch jemand? Es sind alle im Raum, da. Ne? Ja. Sind alle im Raum, super. Also, dann gehen wir das doch einfach mal durch, wen wir haben. Und dabei werde ich dann natürlich auch erwähnen, wer noch mitstreamt und wer noch mit aufnimmt. Die Links und dergleichen findet ihr auch unter kd2.koyagaming.de. Da habt ihr die Links zu den Kanälen, zu den YouTube-Kanälen, zu den Twitch-Kanälen und dergleichen. kd2.koyagaming.de. Und jetzt fangen wir an mit den Teams. Das haben wir zum einen. Team 1 haben wir Neiches. Grüß dich. Hi ho. Jamo. Servus.
Hallo. Silverred haben wir am Start. Hallo. Im Team 2 haben wir den Matze, der nimmt im Übrigen auch auf. Und ebenso Neiches, jetzt habe ich es natürlich gerade nicht erwähnt, wie toll. Also Neiches nimmt auf und streamt, ja. Selbstverständlich von Team 1. Und den Matze haben wir in Team 2. Grüß dich. Hallihallo. Und der nimmt auf YouTube. Dazu haben wir den PC. Grüß dich. Und die Shari Mieze, moin. Hi. Dann haben wir in Team 3 Krieger Odin, hi. Moin. T-Choking. Moin. Und die Miril, die ebenfalls streamt und aufnimmt. Grüß dich. Hallo. Dann haben wir die Sinde in Gruppe 4. Hallo, ihr Lieben. Streamt und nimmt auf, selbstverständlich. Wir haben Crow und Hippo noch dazu. Hallöchen. Hallo. Kex, Amidala und Trey sind in Team Nummer 5. Servus. Hi. Hi. Servus. In Team Nummer 6 haben wir den Undertaker, Robsy und Oromis. Hallöchen. Hi. Servus. Und in Team 7... Das Siegerteam, das habe ich ja eben schon vorgestellt. Lies mal bitte auf Twitter nach. Ja, ich bin auch schon machen, ne? Da ist dann eben Danu, Xa und meiner einer in Team 7 vertreten und wir nehmen alle auf und meiner einer streamt, wie ihr unschwer seht. So. Jo, seid ihr alle in der Charaktererstellung? Ja. Fantastisch. Habt ihr alle einen wunderschönen Charakter gemacht? Ja. Den schönsten. Den allerschönsten. Mal schauen, wer gleich den schönsten hat. Ich schalte jetzt auch mal um ins Spielchen. Sekunde. So. Schwupp. Ja, dann würde ich sagen, also, Moment, ich muss noch mit dem Sound gerade ein bisschen kämpfen, aber ich hab's gleich. Sekunde. Jetzt bin ich der, weißt du, jetzt bin ich hier der Schleifhaken. Jetzt warten wir da wieder. Es ist immer wieder dasselbe, ja. Oh ja. Einmal mit Profis. Falscher Server. Ja, danke. Falscher Server, falscher Stream. Es hätte eigentlich im Chor kommen müssen, Leute. Ja. Das übt man noch. Nein, weiß ich mal nicht gut. Also, ich habe meinen Charakter soweit fertig. Ich würde sagen, dann... Dürfen wir jetzt endlich... Dann können wir jetzt mal auf Join klicken, ja? Genau, meiner heißt noch Human, das muss ich noch ändern. So. Create. Auf geht's. Warning, this will destroy. Jawohl. Ja, klar, es löscht unseren alten Schönheit. Da holt sie Unique alle her. Ja, versteckt sich da in Gili-Rüstung. Ja. Mhm. Ihr teleportiert jetzt aber gerade nicht, oder? Nein, wir lassen dich, damit du nicht durcheinander kommst. Okay, gut. Der feine Herr Deswegen Unique, frage ich grad noch eben. Unser Spielleiter. Mit wunderschöner Frisur. Wie im echten Leben. Weißhaarig. Ach, sind die Wittchen. So. Xam ist da auch da sein schon? Ja. Dieses Gekurre hier. Ja, Xa ist auch eine Schönheit, das Xa. Als nächstes der Crow. Ein Träumchen. Mhm. Ja, Xa, du siehst auch echt gut aus. Ist alles gut. Ja. Aber das wird echt, also das Schlimme ist, für seine Füße, ja, da brauchen wir noch ein paar mehr Tiere. Da müssen wir einen ganzen Bronto töten, bis der einen Schuh hat. Ich glaube auch, ja. Ja, dafür falle ich bei Sturm nicht um. Eine Leiche sieht man direkt den Profi. Schön klein und dunkel. Ja. Das wird ihm auch nicht helfen. Ich brauche jeden Vorteil, den ich kriegen kann. Was soll ich denn sagen? Warte mal, wenn ich mich ducke, bin ich dann so groß wie du? Fast. Ja. Ja, also gut, ich gebe zu, für PvP sind unsere Charaktere so ein bisschen... Wir gehen zwischen den Pfeilen durch. Ja. Ich würde sagen, ihr würdet abschrecken, aber okay. Ja, das Ding ist halt, im Verhältnis zum Körper sind unsere Köpfe halt sehr klein. Also mit Headshot wird halt richtig schwierig. Hier, den habe ich ja extra klein gemacht. Der Matze ist auch wieder hübsch. Ja, ich habe mir alle Mühe gegeben wieder. Aber diesmal ohne Rucksack. Ja, das Ding ist halt irgendwie, man hat schon viel ausgereizt, gell? Die Möglichkeiten sind mittlerweile limitiert. Ja, aber dafür hast du einen schönen großen Kopf gemacht für einen Headshot, also danke dir. Ja, ach, das musste halt fürs Gesamtbild einfach her. Eure Charaktere sind der Traum meiner schlaflosen Nächte, steht gerade im Chat. Darf ich das Team wechseln? Nein. Wo bist du? Das Schöne ist, PC, ich muss es mir nicht anschauen, ihr müsst damit klarkommen. Wo ist der eben. PC? Ich weiß es nicht, ich sehe ihn. Bin doch am Strand. Ach, du bist noch am Strand. Ja, lassen ruhig da, Junik. Den brauchen wir nicht hier. Okay, er wäre jetzt gleich dran, aber dann überspringt. Der kann herlaufen. Das ist ja. Okay. Ja, okay. Ihr wisst ja, wo ihr ihn findet, so grob. Am Strand irgendwo.
Mami. Na gut. Es könnte sein, dass ich heute ein paar Mal sterbe, weil meine Bizeps mir die Lunge zerquetschen. Oh Gott, ja. Das würde ich sagen, ist dumm gelaufen dann. Huch. Ja. Bloß nicht den Dino anhauen. Nein, haut die Wachtiere bloß nicht an. Die sind stärker als ihr. Will den Pizzi sehen. Was Keks? Er hat denn hier vor mir so ein gebärfreudiges Mari. Becken? Pizzi, hi Pizzi. Grüß Sie. Ach, das ich ist der Pizzi. Ich möchte darauf hinweisen, dass irgendwie hat meine Grafikkarte ein Problem. Jo. Auch keinen Charakter hat. Willst du ja auch noch mehr. Wie. Kann mal jemand die Dodos abstellen? Um die geht's hier. Die können wir nicht abstellen. Ich kann mich nicht bewegen. Ach ja, herrlich. Also, ja, wunderbar. Dann fangen wir an mit Pink. Mit Pink. Oh, ja. Die gesamte Schar darf uns ruhig folgen, damit wir dann hier gleich das Team haben vor Ort und dann können wir es übergeben. Ja. Also dann, wer wird Team Pink? Kia also zieht, dann, wer wird Farbe natürlich? Wenig. Bitte hasst mich nicht. Hier, doch, Nummer 2. Team oh, Nummer 2. Nightshot, Jamo und Race Hell. Matze, Pezi und Shari. Nein, wir sind... Nein, welche Liste gehen wir jetzt? Also nach der Liste, die ich habe, ist Team 2 Matze. Das ist die alte Liste. Ich nehme die von der Website und da ist es Nightshot. Das ist Team Nightshot. Okay, dann, also es geht nach Kias Liste, sie lost hier. Ja, Team Nightshot, bitteschön. Aber wir hätten gerne Pink genommen. So ist ja nicht. Ihr habt soeben die rosa Dodos. Hammer, Signalfarbe. Sind die schönsten. Wunderschönes Grün bekommt das Team Nummer 4. Merch. Das sind Zinde, Hippo und Crow. Yeah, ja, die Tarnfarbe für uns. Gut. Die nächste Farbe ist bunt. Team Rainbow. Die Clowns. Das ist Team Nummer 7. Ich hab Undertaker, Robzy und Oromis. Wo seid denn ihr? Ja, geil. Ihr habt aber Rot vergessen dahin. Ja, wenn du Rot machst. Okay, dann mach mal Rot. Kühe? Okay, Rot bekommt das Team Nummer 6. Keks, Amidala und Dre. Oh wei. Endlich jenes Cyan, wo ich eben schon beistand. Okay, ja, dann wollen wir Cyan. Aber das, wenn wir kein Pink kriegen hier. Cyan wird? Team Nummer 1, Koya, Dan und Zah. Okay, wir haben die nächste Signalfarbe. So, was haben wir denn dann? Noch Team Gelb, genau, wer ist jetzt noch übrig? Mal gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht bei der Kia. Team Nummer 5, Miril, Krieger Odin und Che Joking. Oh, es gibt auch eine Farbe. Okay, Miril, dann Blau. Wir hätten hier Blau. Blau, okay. Team Blau für Matze, PC und ja, ich habe die 3 schon entdeckt. Ja, hast du gut ausgelost. So. Schön, und wir haben Nebel. Lad mich an. Juhu. Ja. Das war Horn. Nicht Horn. Nein, ich war gerade kurz. Ich habe einen Stripe und ich habe es mir auch schon genommen, das Schnapp. Die Froschkönige, die Dodo-Rupfer. Oh Gott. Neongrün. Was haben wir noch? Ach ja. Wie sollen wir unseren Tribe nennen? Die langen Lulatsche, was sind wir denn hier mit lang und dünn? Wir sind ja. Die Spargel-Dodos. Genau, Bagelkämpfe. Bagelstecher. Bagelfrösche. Bagel-James. Die Fail-Bobs. Hallo? Lädst du uns auch noch ein in deinen Tribe oder bist du alleine? Ich will alleine. Okay, dann geh mal, Xar. Also, die Farbe würde passen zu Britz. Was weißt du denn daraus? Einmal Tribe-Einladung. Oh, nochmal Tribe-Einladung. Froschfressen, hallo. Froschfressen ist eigentlich ein guter Vorschlag. Also begründet. Die Türen sind zu klein. Ja, also die Türen sind zu klein. Ein Vorschlag war dann, ich glaube, der ist gut. Oh Mann. Froschkönige. Wie wär's mit Froschkönige? Ja, das klingt gut. Die schmeißt man gegen die Wand, oder, die Froschkönige? War das nicht so? Gut, dann eine letzte Frage habe ich natürlich noch. Wie sieht es bei Unique aus? Ist bei dir alles klar? Ja, alles gut soweit. Ja, okay. Ja, alles richtig. Dann denke ich, sind alle Teams soweit versorgt? Alle sind in ihrer Hütte? Ihr habt 6 Betten? Ihr habt im Schrank 100 Hide und Farbe? Und dann übergebe ich eigentlich an Unique. Wir können uns auf die Räume jetzt verteilen. Jeder in seinen Teamraum. Eine Frage noch, Koya. Ja. Der Bogen, hattet ihr den nicht auf Stufe 5 oder so runtergesetzt? Weil der ist jetzt wieder auf Stufe 10.
es war so klar. Ja, aber es ist egal, wir haben wahrscheinlich Level 10 sofort. Okay. Scheiße. Ist das, ja, es ja, hat es am Nachmittag ja noch geklappt. Am Nachmittag waren wir drauf und haben probiert. Ja. Fantastisch. Das ist, Arc ist toll manchmal. Ja, okay, dann sind die Endcoms wie normal. Ja, aber man hat Level 15 innerhalb von 10, 15 Minuten. Man atmet Minuten. Ein paar Mal ein und aus und hat Level 15. Ja, wir haben es ja ausprobiert, wie lange es dauert. Ich habe vorhin gesagt, jetzt kann ich mich hinlegen, ich bin fertig mit meinem Part. Ja, von wegen. Jetzt geht's erst richtig los. Ich mache hier. So, macht's mal. Nicht? Ich finde, das ist mal ein Hashtag Danke Danu wert. Ja. Was, ich verschwinde ganz unterm Bett. Hast du super aufgebaut, aber wahrscheinlich kriegt sie am Ende doch mit der Keule ganz schön eins drüber gebraten. Wir haben gesagt, wenn die Leute dann alle Dodos verbraten haben, keiner zum König wurde, dann dürfen sie alle eine Keule nehmen und Danu jagen. Das Gute ist, ihr zwei könnt's nicht. Oh, wir müssen aus dem Tribe. Ich geh da kurz aus dem Tribe. Ach so, klar, weißt du, ich muss sagen, nein, muss man nicht Chance tun, habe. Nein. Das ist so klar. Ach ja. Warte mal, wo ist er? Da ist der komische Spargel. Komm her. Hey. So. Wenn wir jetzt dann doch Friendly Fire anhätten. Nein, haben wir aber nicht. So, also du meinst, dass sich noch mehr umstellt, ne? Was ist los? Sind die anderen schon am Machen? Wir haben die Servernachricht übersehen, ne? Nö, es war noch nichts. Lauter labern und... Ups. Nee, macht noch keiner was. Okay. Unique ist doch noch nicht fertig. Ich glaube, der muss die Dodos noch einklemmen. Also, wir werden das jetzt so machen, Leute. Ne? Wir können ja noch mal ein bisschen quatschen. Ja, wir werden das jetzt so machen, dass wir möglichst schnell ein bisschen Stein zusammenkratzen. Ein bisschen Fiber. Und dann bauen wir uns Bolas. Mhm. Und wenn wir es noch irgendwie hinkriegen, viel Fiber sammeln, dass wir uns eine kleine Rüstung zusammenschneidern können. Die Bolas baust jetzt trotzdem erstmal du? Ich versuche. Oh, auf geht's. Möge der königlichste Dodo. Dann, los geht's. Ich versuche Fiber, Holz. Das liegt hier hoffentlich rum. Liegt hier Holz rum? Es liegt hier immer wieder Holz rum. Oh, Steine liegen hier nicht rum. Exakt. Liegen hier irgendwo Steine rum? Nein. Haben wir darauf geachtet? Moment. Nein. Ah, hier unten im Wasser ist ein, zwei Steine. Hier sind ein bisschen liegen auch noch vereinzelt ein paar. Eben, okay. Es kommen eigentlich immer wieder Steinchen. So, dann zack. So, Level verteilen. Hier drin zur Erklärung, ja, für alle. PvE. Hier drin ist PvE. Ja, erst wenn wir die Mauer verlassen, die hier ringsrum gemacht ist, dann fängt die PvP-Zone an. So. Dumpti-dumpti-dum. Hat wer von euch einen Stein übrig? Und so? Ich hab noch ein bisschen Stein. Okay. Ich habe nicht bisher noch gar keinen gekriegt. Ich kann dir gleich einen raushauen. Warte mal. Okay. Sammel erstmal das andere Zeug. Ich hau dir gleich Stein raus hier. Okay. So. Ich leg's in den Schrank dann gleich. Kannst du es dir nehmen, ne? Das ist wunderbar. Toroma, dankeschön. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Nehmt's mir nicht übel. Ich werde das alles ein bisschen verkürzt heute machen. Wir müssen uns hier voll drauf konzentrieren. Das ist ähnlich wie Ark Survival of the Fittest quasi. Schmeiß euch mal die Rüstung in den Schrank. Cool. Schon soweit. Wahnsinn. Brauchst du noch Fiber? Ich hab 200. Nö, hab ich genug. Okay. Okay. Wunderbar. Also. So, dann baue ich mal. Achso, mit dem Bolas wird noch ein bisschen schwierig. Warte mal, ich brauche noch ein bisschen Wood. Okay, machen wir Speere. Naja, dafür können wir uns einen Klappsche bauen. Quasi. Crafting, Speere 6. So, eine Keule bauen wir auch. Wo Level habe ich schon wieder zu vergeben? Mhm. Ast rein. Wir müssen ins Eisbiom, wir müssen dran denken, auf Fortitude zu leveln. Ja. Oh ja. Wollen wir uns gleich schon Waterskins bauen? Die gehen nämlich schon. Ja, Wasser gibt es ja eigentlich genug. Also ja. Ja,
Wir haben die 100 Heidi als Start quasi. Ich baue jetzt erstmal Bolas ordentlich. Ja. Ne? Ich gehe jetzt rein und baue ganz viel Bolas. Ihr seid ja in der Nähe, das gibt Erfahrungspunkte. Ja, ich komme in die Nähe wieder. Raft all 2, super. Wo fehlt's? Thatch. Hat jemand Seth? Und kannst mir in Seth? Ja, Thatch kann ich verbringen. Kannst du mir einen Frank werfen, Seth? Und ein Seth da rein. So. Mach's dir gemütlich, setz dich. So. Oh, ja. Ist das irgendwie ansteckend? Bitte sag setz nein. Setz dich doch zu mir. Thatch ist im Schrank. Steck deinen Charakter ab, ich esse gerade was. Ja, ich zieh mir ja was hin. Ah, geh mal bitte vor. Komm hier nicht rein. Fetch dich. Ja, das Schöne ist, wir haben zwar wenige Bäume hier, aber die halten halt ewig. Der hält ganz gut. Ja. So. Halt. Fiber. Hast du noch Fiber, Xa? Ich hab Fiber. Ja, hab ich auch noch. Auch noch rein dann am besten. Go, go, Power Rangers. Ist im Schrank. Oh, liegt auch drin. Wunderbar. So, Level up. Oh, das ist viel. Das ist ja, gut. Du wolltest. Ist alles super, ja. So, jetzt kommen nochmal 12 Bolas. Jetzt habe ich dann, ich habe jetzt schon 10, cool. 12 kommen noch dazu. Dann haben wir 22. Überlege gerade durch 3. Ja, dann einer 7, alle, einer 8, die anderen 7. Das reicht ja im Grunde genommen. Ja. Gut. Ich würde dann auch jetzt natürlich die Pfeile und so lernen, ne? Ja, klar. Bogen lerne ich auch, komm. Ja, es geht sich ja sowieso aus, das haben wir ja festgestellt bei unserem Test. Eben. So, und dann dann lerne ich die Wooden Walls. Wir müssen nachher Zähmkäfige wahrscheinlich bauen. Zumindest ist das unser Vorhaben. Wir müssen viel zähmen. Wir haben 7 Teams, 6 Teams gegen uns. Mhm. Das Shield, das kann ich auch schon lernen. Und ja. Maske aufsetzen wird hier gefordert. Oh, hab ja. Ich schon. Oh ja. Oh, ja. Oh, sehr brav. Schön. So, das heißt, wir diese sein. Tolle Idee kamen, habe ich hier. Ja. Mhm. Wunderbar. War natürlich nicht Curiosity. Nein, nein. So, Bolas sind drin. Teilt sie euch auf. Wie gesagt, jeder am besten 7 oder eine 8. Braucht jemand jetzt einen Bogen oder habt ihr jetzt alle schon? Nein, ich hab noch keinen. Okay, dann komm her. Und denkt an was zu essen, an die Beeren und so. Trocken wir haben dir. Nämlich gerade ein bisschen Hunger. Klopf. Direkt vor dir. Hi. Hallo. Die Spielleitung hier. Hallo. Die Dodos sind übrigens alle noch nicht den Stämmen zugeordnet. Das müssten wir vielleicht noch nachholen. Ja, sollten halt alle runterkommen und du unclaimst alle, oder? Sollte du doch kannst gehen. Einfach alle unclaimen. Ja, ich alle unclaim, genau, das wollte ich vorher einmal fragen. Okay, dann machen wir das so. Ja, dann noch wunderbar. Viel Spaß. Danke. Wiederschauen. Wir haben doch was vergessen. Mist, ich habe mir gedacht, wir haben alles gedacht. Braucht noch jemand Speere? Ich habe ein paar zu viel. Ich leg mal rein. Einen. Hast du einen Bogen? Nein, habe ich nicht. Kannst auch reinlegen und dann sollten wir langsam los, ne? Ja. Jetzt gibt es hier überhaupt keinen Hals mehr. Nee. Irgendwer das hat ist noch jetzt eine noch Bolas aufsammeln am aber brauchst du Holz? Ja, Satch. Für Pfeile wahrscheinlich. Ich nicht mehr viel. Ja, schwer aber Pfeile. Das finden wir dann draußen. Müssen auch. Wir unterwegs machen. Sobald wir rausgehen, hauen wir zweimal auf den Baum drauf. Dann hast du eigentlich genug. Okay, Bogen nehme ich. Gut. So, Bolas, wie gesagt, nehmt ihr euch. Da sind immer noch 3 drin. Ich habe 7. So, Fackel tun wir da hin. Ja, mir fehlt auch Thatch. Da hin. Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt eh noch kurz Zeit, weil Junik ein bisschen braucht, bis er das... Ach, reicht auch, wenn er von jedem erstmal einen anklemmt. Ja, klar. So, sollen wir uns eigentlich bemalen mit der Farbe? Ich weiß nicht, magst du? Das war für die Dodos gedacht, das war eigentlich, ja, es war zuerst zur Auslosung gedacht, ich habe es dann einfach drinnen lassen. Okay. Wollen wir ein paar Bolas hier lassen, falls einer stirbt, dass wir Ersatzbolas haben? Können wir auch machen, ja. Ja, ich tue mal eine wieder rein. Wenn jeder noch ein oder zwei reinschmeißt, dann passt das. Ich habe jetzt 6 dabei. Okay, so. Ich mache bei der Türe so. Auch Keulen. Du brauchst auf Keulen? Ja, eine Keule. Also? Auch ich. Du redest von Mehrzahl.
Was brauchen wir noch? Moment, kann ich nichts lernen? Ach ne, ich habe nur noch einen Engram-Freund. Was hast denn du alles gelernt? Viel. Okay, zu viel. Was müssen wir was bauen? Müsste eigentlich gleich Blowing machen. Brauchst du eine Keule? Soll ich dir eine machen? Na, ein paar Pfeile kann ich bauen, so. So, ich schau mal rüber, ob unser Dodo schon mitnehmbar ist, ja? Ja, genau. So, Keule, wo ist sie? Da. So. Wunderbar, die haben wir, die Keule. Und das Schild muss ich noch lernen. Oh Gott, wir haben diese hübsche Farbe hier, ja. Hat mal das gelernt. Ganze Häuschen-Zeugs. Ja. Ja, das habe ich auch, aber müssen wir alle. Weil wir müssen auch für 10 Käfige das bauen, alles. Das hat keiner noch 30 Wood oder so, doch, ne? Ich glaube, es lag. Wenn im Schrank noch was liegt, eventuell. Ja, da liegt noch ein bisschen Holz. Noch 10. Kann ein Schild für einen noch bauen. Wer noch will, nimmt noch eins. Ich könnte noch eins brauchen. Ja. So, ist drin. So. Dann haben wir unsere Hide aber auch verballert. So. Naja, dazu war sie ja da. So, ich habe einen Dodo. Wunderbar, dann würde ich sagen, geh mal los, oder? Ich komme mal rüber zu euch. Ups. So, von allen Ressourcen ein bisschen was mitnehmen. So. Okay. Wo gehen wir denn raus, Danu? Wir haben ja so ein Vorhaben. Ich glaube, wir gehen bei unserer Tür raus, oder? Wenn ich das so sehe. Müsste eigentlich passen. Warte kurz, lass mich schauen. Da ist der Vulkan, ne? Müsste passen. Müsste sogar der richtige Tür sein. Ich schiele mal ganz vorsichtig, bleibt ihr noch hinten? Okay. Ich schiele mal ganz vorsichtig raus. Sind hier Gegnerspieler? Ja, sind auch. Ja, da sind. Oben müssen wir aufpassen. Der Blaue kommt auch. Wir sind aber noch am Heißchen. Oh ja, bleibt draußen. Unser bleibt Dodo drin, hat Level. Auf was wollen wir die geben? Beat. Okay. Okay, hier ist die Luft ist rein. Ihr könnt raus. Und Tür zu. Und benennen tun wir den Dodo gleich. Den benennen wir erst, wenn er den, den Wald hinter sich gelassen hat. Dodo, komm her. Macht wir die Türe zu? Also ja, jetzt ist er durch. Scheint soweit alles ruhig zu sein. Ich sehe hier nur Mimimis rumrennen. Mhm. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt zusammenbleiben. Ja. Nimm mal die Bolas lieber. So. Mhm. Bisschen mehr rechts, Danu. Ja. Ja, ich wollte noch einen Baum noch drauf haben. Für ein bisschen Fetch. Wir haben die Türen freigegeben. Ja, wir haben dazugelernt. Ja, ja. Gleich zum letzten Event. Ne? Na, wobei, da rennt ein Kano. Da ist ein Kano. Bisschen mehr rechts. Links, oder? Rechts? Rechts, ja, ich lass uns rechts gehen. Hast rechts. Ja, hast links rechts. Kann man direkt hin. Hast recht. Ja, korrekt. Geh mal rechts hoch, Xa. Da hast du ein bisschen Ausblick auf dem Felsen. Da ist noch ein Bär. Der Bär ist nicht weiter. Aber ich schnapp mir mal den Elch da. Dann, mit dem Dodo kannst du unten leider langlaufen. Nee, er ist nur ein bisschen langsamer, deswegen. Mhm. So. Ja, und ein bisschen Fleisch schadet auch nicht. Da unten rennt ein Elch, der ist irgendwo angehauen worden. Ich liebe Steinschere. Weil es dauernd brechen. Ja, die ersten drei Schläge. Kling, 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 drei Schwere kaputt. Na super. Was ist das für ein Elch? Was hast denn du da rausgeholt? Jetzt ist er tot. Gott, oh Gott, das hat ja ewig gedauert. Da unten ist übrigens ein Spino.